Tja, der Dantes Stern, ein DSP-Prämienhengst und was für einer. Er war im Jahre 2018 an eben dieser Stelle hier in München DSP-Siegerhengst, viel umjubelt, dieser Dante Veltino-Sohn aus einer Fiedertanzmutter. Und Andreas Hahn aus der Altmärkischen Höhe hat sich für seine Pia, in diesem Falle für diesen Hengst Dantes Stern, entschieden. Und das hat er, wie sich auch hier bei der Longenarbeit beweist, richtig gemacht. Der Hengst ist am 16. Mai geboren, hat Trakehner Blutanschluss über Private Passion, einen Sohn des Grand Passion und Oliver Twist. Mit Contendo kommt vielseitig talentiertes Blut im Mutterstamm. Und dann mündet das Ganze in eine DSP-Mutterlinie, die es durchaus in sich hat. Sowohl die zweite als auch die dritte Mutter liefern erfolgreiche Sportler, Nachkommen, die sich in Aufbauprüfungen und altersgemäß auch in schwereren Prüfungen registrieren konnten bei der FN. Der Stamm selber liefert gekürte Hengste, unter anderem natürlich Dream Royal vom Don Royal, den Siegerhengst der DSP-Hengsttage des letzten Jahres. Aufmerksame Beobachter haben ihn dreijährig beim Bundeschampionat bei den Reitpferdehengsten oder bei den Hengsten im Finale beobachtet. Bing Bang, ein DSP-Bonqueur-Sohn, war platziert im kleinen Finale bei den Fünfjährigen und der WM der jungen Dressurpferde. Unter anderem auch Dressur-Grand Prix erfolgreich Quando Queen vom Quarterback. All das bewertet und lobt den Mutterstamm der Katalog Nummer 41. Die 73 sei noch entsprechend vorgestellt und mit einigen ganz wertvollen Informationen bedacht. Als wir hier den Sohn des Vaterland als einen von drei Vaterlands vorstellen dürfen, hier mit Piccadilly über London Swing und Royal Diamond sowie Donnerhall aus der galleneder'schen Spitzen- und Erfolgszucht hervorgehend. Dieser Hengst mit der Katalognummer 63 hat eine Mutter, die bereits zwei erfolgreiche Sportnachkommen für sich verbuchen kann. Die zweite Mutter, diese Royal Diamond Stute Princess Royal, war in Reitpferdeprüfungen siegreich und liefert auch schon zwei gekürte Söhne. Auch in der dritten Mutter finden wir sieben sporterfolgreiche Nachkommen, unter anderem auch hier schon Prima Bavaria, eine Royal Diamond Tochter, also quasi Vollschwester zur Princess Royal, die in Intermediär 1 siegreich ist. Das Benicio-Blut, das wissen Sie alle, hat besonders gut in der galleneder'schen Zucht gepasst. Best Future und Benison hatte ich bereits erwähnt mit all ihren Erfolgen auf bundeschampionatigem Parkett. Don Bolero, der international Grand Prix gegangen ist, sei hier in diesem Falle auf keinen Fall vergessen. Im Schritt bitte.
16 days under a southern sun. And there were times when I thought that I wouldn't mind it if I lost my mind out there. You wouldn't believe me if I told you so. The things I saw were enough to make the man in me. Jetzt wartet, verehrte Gäste, das Blut des Vivaldi auf. Und im Zirkel Nummer 1 begrüße ich Valverde. Und im Zirkel Nummer 2.